Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Unboxing für dich, denn heute ist bei mir die Insta-Box eingetroffen. Also wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich diesen Monat hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Insta-Box wird mir in der Kooperation kostenfrei zur Verfügung gestellt. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle an das liebe Insta-Box-Team. Ich schreibe euch alle Informationen zu Insta-Box, die ihr so gebrauchen könnt, unten mal in die Infobox rein und auch die ganzen Links und so. Ihr könnt auch in diesem Video eine Box gewinnen. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht auch in der Infobox. Die ist nämlich sehr informativ, diese Infobox. Ja, ich habe einen Clown gefrühstückt, Leute. Genau. Wie gesagt, wird mir in der Kooperation zur Verfügung gestellt. Die erscheint alle 3 Monate, das heißt, die kommt immer zu jeder Jahreszeit. Und jetzt haben wir nun mal Herbst, das heißt, wir haben jetzt eine Herbstbox. Ich bin immer sehr gespannt, was die Leute so in diesen Übergangsjahreszeiten, so Frühling und Herbst, reinmachen. Ich finde es immer sehr interessant. Und die kostet ab 25 Euro pro Box, also zwischen 25 Euro pro Box und 29,95. Je nachdem, ob du ein flexibles Abo nimmst, ein Halbjahresabo oder ein Jahresabo, ne? Genau, und ich bekomme auch immer so einen Flyer mit dabei. Tada! Und da steht dann immer drauf, also nicht immer, also dieses Mal steht da was drauf. Also es steht immer was drauf, aber dieses Mal steht das hier drauf. Liebe Claudia, die goldene Jahreszeit steht vor der Tür und lädt auf einen heißen Kakao und lange Spaziergänge im Wald ein. Um dir unvergessliche Momente zu schenken, versorgt auch diese Ausgabe der InStyle-Box dich mit vielen verschiedenen Schätzen. Ich wünsche dir viel Freude beim Ausprobieren und Entdecken, Laura vom InStyle-Box-Team. Vielen Dank, liebe Laura. Das trifft den Nagel auf den Kopf. Heute haben wir den 23. September. Ich denke, morgen wird das Video online kommen. Und jetzt gerade um die Uhrzeit von 18.41 Uhr fängt es an, sich draußen zuzuziehen. Und das haben die halt auch gemeldet für uns hier in der Region, dass jetzt der Herbst halt kommt, ne? Dass der Sommer vorbei ist. Heute konnte man noch so T-Shirt anziehen, deswegen habe ich auch so ein luftig, schönes, entspanntes, mintgrünes T-Shirt heute angezogen, weil es war irgendwie auch ein ganz schöner Tag und die letzten Tage habe ich ein Kleid angehabt und ich laber mal wieder. Ja, und jetzt kommt halt der Herbst und deswegen passt es einfach wie die Faust aufs Auge, dass heute die Box erschienen ist. Die Box erscheint immer in diesem Design. Also die ist immer weiß, die hat immer dieses InStyle-Box-Logo hier drauf, was halt auch so ein bisschen, ne? Das ist so metallisch quasi und ja, das fühlt sich auch ganz, ganz interessant an. Also das ist eine schöne spezielle Box, die auch in einem speziellen Format kommt und die ist dieses Mal echt super schwer. Also krass, ich entferne mal den Deckel, da steht nichts drin. Also die Box verwende ich auch immer super weiter als Versandkarton oder als, keine Ahnung, als alles mögliche. Ne, Aufbewahrungsboxen gibt die weiter bei Freunden und Familie und so weiter. Jeder hat dafür für so eine Box eine Anwendung, weil die halt auch echt stabil ist, ne? So, hier haben wir dann tatsächlich ein Seidenpapier, was von einem Klebi zugemacht wird, den wir jetzt noch vorsichtig lösen. Und der lässt sich meistens rückstandslos entfernen. Wir haben übrigens in der Box Beauty-Produkte. Wir können da Essen auch mit drin haben und also Food-Produkte, ne? Essen, Trinken, extra kauen. Und dann auch noch so Deko-Artikel oder Accessoires oder ne, Lifestyle-Artikel nennt sich das ja so fancy. Und ja, das ist die Fall Edition und ich glaube, dass die Fall Edition 2018 eine der ersten Boxen war, die ich überhaupt mir mal zugelegt habe. Deswegen, ja, ne, ich hatte damals ein eigenes Abo und daraus ist halt eine Kooperation geworden. Mega cool. Und hier haben wir den ersten Blick in die Box und ich finde, dass wir farblich schon mal so ein bisschen in den Herbst hineingeführt werden. Ich werde tatsächlich jetzt nicht mir das Heftchen zur Hand nehmen, weil man wird gespoilert in dem Vorwort, was da steht. Also ich lasse mich dann einfach von dem verleiten, was quasi in dem Anschreiben für mich drin stand. Also quasi Gemütlichkeit, es wird langsam kälter, wir müssen unser Immunsystem aufbauen. Das stand da jetzt nicht drin, aber das verbinde ich persönlich mit Herbst, weil das ist kurz vor Winter und jetzt fängt die Erkältungszeit an und da sollten wir uns echt alle wappnen. Und ja, dann gucken wir einfach mal rein. Als erstes habe ich hier Eyebrow Soseal von Beauty to Go Gokosh. Keine Ahnung, was das ist. Das hat irgendwas mit Augenbrauen zu tun. Die Textur befindet sich in der Kappe. Einfach mehrmals auf- und zudrehen, auftragen und fertig. Ich bin halt nur ein bisschen ängstlich immer, was Augenbrauenfarben angeht, weil ich habe bei den Kooperationsboxen natürlich nie ein Beauty-Profil angelegt. Das heißt, da muss ich mich immer überraschen lassen, was dann tatsächlich auf mich zukommt. So. Aber Augenbrauenprodukte kann man auf jeden Fall immer mal gebrauchen.
Ich habe jetzt ja auch Augenbrauenprodukt drauf, ne? Habe ich mir nach der Arbeit mal drauf gemacht. Ich habe jetzt eins Eyebrow So Seal. Ich weiß jetzt nicht, ist das eine. Der hat keine. H&M Gut Berlet GmbH sagt mir auch nichts. GoKos sagt mir auch nichts. Also da bin ich jetzt gerade echt so ein bisschen. Mal gucken. Hier oben haben wir ein Spoolie. Das ist schon mal super cool. Spoolies finde ich bei Augenbrauenprodukten immer extrem wichtig. Achso, die Farbe 103 habe ich. Ich weiß nicht. Das dürfte dann so ein aschiges Braun sein, ne? Wenn ich das hier so richtig sehe. Oder so ein Taub. Und dann dürfte das tatsächlich sogar extrem gut bei mir passen. So, und hier haben wir so einen kleinen Schwämmchen-Applikator. Das habe ich auch schon in manchen anderen Geschichten gesehen tatsächlich. Ich glaube, Essence hat auch sowas, ne? Und hier in der Kappe hast du das Produkt. Ja, das gibt es auch so als Lidschattenstift und so. Und jetzt habe ich ja in diesem Schwämmchen ja quasi Produkt und dann swatche ich das mal. Also es wird so eine Art Puder sein. Das werde ich auf jeden Fall mal testen. Das finde ich echt interessant. Und das ist sehr, sehr interessant. Tatsächlich, ne? Es ist so. Aber ja, doch, es lässt sich mit dem Finger verwischen so ein bisschen. Also muss es ja auch im Prinzip, ne? Weil du es ja auch ausbürsten musst. Aber die Farbe könnte sehr, sehr gut passen, weil das so schön aschig ist. Ich weiß nicht, ob jeder die gleiche Farbe drin hat. Das wage ich jetzt einfach mal ganz entspannt zu bezweifeln. Für mich persönlich passt die Farbe 103 wahrscheinlich sehr gut. Ja. Gut, als nächstes haben wir hier etwas drin, das hat mich farblich gerade so angelacht. Okay, es ist ein Scrunchie. Das wird von der Brigitte Box Eigenmarke sein, denke ich. Ach Quatsch, von der Brigitte Box, ne? Von der Instabox Eigenmarke, denke ich mal. Ja, es ist halt so ein Scrunchie. Ja, ich habe auch schon mal Scrunchies drin gehabt. Das kann man sich, also kann ich mir theoretisch hier so um den Bommel machen. Das sieht ganz niedlich aus, aber um ehrlich zu sein, ich trage es nicht. Ne? Also ich trage das vielleicht, wenn ich zu Hause bin, wenn ich privat halt hier so bin. Aber auf der Arbeit würde ich das nicht tragen, weil, ne? Nee, das macht mich dann tatsächlich zu niedlich. Und ich glaube, dass ich in meinem Wesen schon niedlich genug rüberkomme. Dann muss ich nicht auch noch niedlich mir sowas reinmachen. Finde ich farblich herbstlich passend. Also das ist so eine Leo-Optik mit Kupfer und Gold, hätte ich jetzt mal gesagt, ne? Aber haut mich nicht vom Hocker, so ein Produkt. Nee, da bleibe ich ganz entspannt sitzen. So, dann habe ich hier von Art Deco etwas, eine Beautybox, ein Beautybox-Duo. Und hier scheinen Lidschatten drin zu sein, wenn ich das richtig sehe. Mhm. Beautybox ohne Inhalt zum Befüllen nach Wahl mit Lidschatten. Okay, dann denke ich aber, dass wir hier auch noch Lidschatten drin haben werden. Oder haben wir jetzt nur eine leere Beauty-Duo-Geschichte hier drin? Das ist interessant. Ich brauche hier irgendwas zum Öffnen heute. Und das hatten wir auch in dem Art Deco Adventskalender. Den kann ich euch auch mal im E verlinken. Ja. Art Deco gehört auch zu den ersten Lidschatten, die ich jemals in meinem Leben besessen habe. Das war ein blauer, glaube ich, tatsächlich auch bei mir. Und ja, deswegen ist es für mich sehr nostalgisch. Und das ist halt einfach so eine kleine Box. Und das ist magnetisch. Und die einzelnen Lidschatten von Art Deco sind ja auch magnetisch. Also kann man die da so reinmachen. Ist per se ganz nett. Also ich hoffe jetzt echt drauf, dass wir hier noch, das lege ich mir mal zur Seite, dass wir hier dann auch die Lidschatten drin haben, muss ich mal gucken. Dann haben wir hier etwas Revitalash Cosmetics, ach du Wahnsinn, ja, Revitalash Cosmetics Eyelash Conditioner. Ja, das ist ein Wimpern-Conditioner. Hier steht zwar drauf, Kontakt mit Augen vermeiden, aber es ist halt, ne, also Kontakt mit Augeninneres vermeiden sollte man. Aber du machst es dir eigentlich. Ist das ein Wimpernserum? Augen bei Kontakt sofort mit Wasser ausspülen. Wenn eine Reizung, bla bla bla. Einige Anwender haben ein schwaches Verdunkeln des Wimpernansatzes bemerkt. Das kann ich leider bestätigen. Hauptsächlich bei übermäßigem Gebrauch. Hehehe. Wenn diesbezüglich Bedenken bestehen, wird von der Verwendung des Produktes abgeraten. Außerdem außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Ja, also das ist eigentlich halt wirklich so ein Wimpernserum, ne? Und Revitalash ist halt die Marke von Wimpernserien, würde ich mal so sagen. Ich persönlich verwende aktuell von Nuvega Lash oder so heißt das, ein Wimpernserum. Aber auch das von Je Lori Lash ist sehr, sehr gut. Aber auch das von Isana ist sehr, sehr gut. Und da muss man halt einfach mal sich so einfinden, ne? Ob man überhaupt mit solchen Produkten klarkommt. Hier haben wir 0,75 Milliliter, glaube ich, drin, wenn ich das richtig sehe. Und das ist halt einfach so eine Probiergröße. Was ich persönlich aber zum Einstieg richtig, richtig gut finde. Ich lasse das jetzt auch zu, weil es ist ja auch noch verschweißt und sowas, ne? Und solche Produkte halten sich auch immer nur eine gewisse Zeit. Da denke ich echt ernsthaft drüber nach, ob ich mir das dann auch mal gönne, dass ich das ausprobiere, weil das Revitalash soll so mit das Beste sein, aber es ist halt auch echt mit das Teuerste. Deswegen
muss ich mal gucken, ob ich das überhaupt austesten will. Weil wenn es mir dann gefällt, dann muss ich 80 Euro für das Originalprodukt ausgeben und dann bin ich traurig oder so. Ja, aber ich find's geil, ich liebe Wimpernseren und ja, man sieht es ja auch immer wieder in meinen Schminkies, wenn ich euch dann auch die Mascaren präsentiere und so. Wenn ich eine ordentliche Mascara verwende, dann habe ich auch extrem schöne Wimpern und ja, deswegen. Ja, ich hatte damals meine kleinen Schweinsaugenwimpern, das sage ich ja immer so freundlich zu meinen damaligen Wimpern. Die waren wirklich sehr, sehr klein. Aber da kannte ich mich auch noch nicht so mit den verschiedenen Kosmetikmöglichkeiten aus. Da wusste ich nicht, dass es Wimpernseren gibt. Ich wusste nicht, dass es wirklich halt auch richtig gute Mascaren gibt, die den Wimpern auch wirklich was geben. Und ja, ne? Egal. Ich laber hier, aber ich glaube, das ist gar nicht so schlimm. Dann haben wir hier etwas drin und das finde ich klasse. Oh mein Gott, ist der schön. Das ist ein Popsocket. Pop Grip Premium. Boah, ist der schön. Das ist so ein Rose Gold. Oh mein Gott, ist der schön. Da kann man ja echt ernsthaft drüber nachdenken, dass ich den nehme und hier hinten drauf mache. Aber ich habe mir mein vierblättriges Kleeblatt noch gar nicht so lange dran. Aber der ist schön. Ha, muss ich echt überlegen, weil ich bin immer mehr Fan von diesen Popsockets geworden. Auch von den günstigen, die es hier so... Also auf dem Markt so gibt, ne? Und halt auch mit dem Ring und so, das hat mir gut gefallen. Aber der ist hier so, der ist einfach schön. Und das würde voll zu dem hier, zu meiner Handyhülle passen. Die habe ich mir mal irgendwann bei Amazon, glaube ich, bestellt. Kann ich übrigens nicht so unbedingt empfehlen, weil das Touchpad dadurch dann halt auch echt nicht so gut funktioniert und mein Fingerabdruck nicht so genommen wird. Das ist immer ein kleines Problem. Aber wie gesagt, hier haben wir halt auch Rose Gold bei mir mit drin. Und dann wird das so gut aussehen. Oh... Das bringt mich jetzt echt in Teufels Küche so ein bisschen, ne? Also ich muss überlegen. Aber ich finde es geil. Also das ist wirklich ein geiles Produkt, ne? Das gefällt mir richtig, richtig gut. So, als nächstes. Botanicals Fresh Care Ingwer und Koriander. Eine stärkende Spülung. Spülung kann ich immer gut gebrauchen. Für geschwächtes Haar kann ich auch sehr gut gebrauchen. Stärkt das Haar und entwirrt kann ich auch sehr gut gebrauchen. Denn bei meinen langen Zotteln brauche ich ordentlich was entwirrt hier. 98% natürlichen Ursprungs. Sehr nett. Vegan. 150 Milliliter. Hört sich doch alles ganz nett an. Ich weiß nicht, inwiefern Botanicals Fresh ja, dann auch in dem Sinne dieses ganze Tierversuchsfrei und so hat. Weiß ich nicht. Ich glaube, das kommt ja von L'Oreal. Ich weiß nicht, ob L'Oreal tierversuchsfrei ist. Da weiß Melli von, also Mello Flori weiß da ein bisschen mehr drüber. Ja, und das ist einfach eine ganz normale Spülung. Ingwer und Koriander sind natürlich Düfte, die sich sehr interessant anhören. Aber so eine Spülung ist nie weg. Es riecht wirklich sehr interessant, sehr kräuterig tatsächlich. Ne? Also da, ja, wird aber auf jeden Fall verwendet, ne, weil... Spülung kann ich gut gebrauchen. So, hier haben wir schon mal eins von diesen Lidschattenpöttchen. Da habe ich hier die Farbe 17 Pearly Misty Wood. Das sieht doch schon mal ganz nice aus. Ne? Ich werde den jetzt nicht swatchen, weil ich das wahrscheinlich dann demnächst mal in einen Adventskalender geben werde oder so. Also das ist ein schönes, dunkles Schimmerbraun. Das kommt jetzt in der Kamera, glaube ich, etwas lila rüber. Aber es ist einfach braun. Ein dunkles Maronenbraun quasi. Ist aber nett und passt es auch mit in die Palette damit rein. Wir haben noch ein weiteres Produkt von Botanicals Fresh Care. Oh verdammt. Ingwer und Koriander stärkendes Shampoo, 400 Milliliter. Das ist mal ein Brecher von einem Produkt. Für geschwächtes Haar, also das ist halt wirklich genau für meine Haare gemacht. 400 Milliliter ist echt eine Ansage. Aber sowas geht bei mir locker in einem Monat leer, ne? Weil ich wasche jeden Tag meine Haare natürlich. An jedem Dienstag und jeden Freitag verwende ich dann noch ein anderes Shampoo. Aber sowas wird bei mir echt gut aufgebraucht werden. Dementsprechend werde ich das auch behalten. Ohne Silikone für ein natürliches Haargefühl. Es ist vegan und so weiter und so fort. Das hört sich alles ganz nett an. Und ich habe halt nur so ein bisschen bei dem Duft ein bisschen Angst. Ne? Aber es hört sich so ein bisschen nach Superfoods an, so ein bisschen nach gesunder Ernährung. Ne? Weil Ingwer-Tee zum Beispiel kann man jetzt echt gut trinken, um sein Immunsystem zu stärken. Das riecht wie so ein Eukalyptus-Kneipp-Bad, sage ich jetzt einfach mal dazu. Aber ich werde es verwenden. Ist doch auch mal ganz nett, ne? Vor allem, ich liebe es ja, wenn man Shampoo und Spülung zusammen hat, ne? Dann kann man das nämlich auch gemeinsam verwenden. Also, ich finde die Produkte bislang jetzt hier in der Box auch extrem gut, ne? Also, das, da hat InStyleBox sich nicht lumpen lassen. Hier haben wir eine feuchtigkeitsspendende Gelmaske von M. Asam, Vino Rose, mit Trauben pro... Oh je, Traubenpolyphenolen
und Rosenstammzellen, das hört sich sehr charmant an, 75 Milliliter sind hier enthalten und ich denke, dass man da auch Ewigkeiten mit hinkommt, ne? Weil das ist halt so eine Tube, finde ich sehr, sehr nachhaltig. Ich möchte auch nach und nach umsteigen von meinen ganzen Einzelsachet-Masken auf Pöttchenmasken. Das heißt halt auch für mich, ich gehe weg von Tuchmasken irgendwann. Die versuche ich mir halt selber einfach nicht nachzukaufen, aber dadurch, dass ich halt einige Boxen hier habe, die ich immer wieder unboxe, reviewe und so weiter, ne, benutze ich die Produkte daraus natürlich auch. Resveratrol ist da mit drin, Hyaluronsäure, Koffein, Allantoin, Urea, Wuzuyu, Fruchtextrakt. Okay, und das ist einfach eine erfrischende Gelmaske. Altersempfehlung ist halt genau mein Alter, 30 bis 40. Ja, 20- und 50-Jährige können sie auch noch verwenden, so nach dem Motto steht es hier drauf, ne? Und das lässt du halt einfach auf deinem Gesicht und dann kannst du es abwaschen und dann hast du wundervolle Haare, wundervolle Haut, schön aufgepolstert. Und ja, es hört sich für mich sehr passend an. Rose ist ja eh so mein Ding, ne? So. Wir müssten doch eigentlich noch ein zweites Ding von Adeko hier drin haben, ne? Haben wir aber nicht. Wir haben nur eins drin. Okay, ja, dann ist das so. Aber wir haben ja etwas drin von Dove Body Yogurt Körpercreme mit Macadamia und Reismilchduft für schöne weiche Haut. Das sind 250 Milliliter. Und Leute, ich mag richtig, richtig gerne das Körperpeeling davon. Und jetzt haben die ja neu rausgebracht, das als Body Yogurt. Und das ist, so sind wir miteinander dann wahrscheinlich. Ich freue mich da sehr drüber. Na, durch so eine Alu-Verpackung riechst du jetzt natürlich nicht allzu viel durch, aber es ist geil. Ich freue mich darüber. Ich finde das geil. Das ist toll. Das macht toll. Das ist, ja, passt halt auch so ein bisschen kalte Jahreszeit. Wir bereiten uns ein bisschen darauf vor. Was der Popsocket damit zu tun hat, keine Ahnung. Aber die anderen Produkte passen bislang eigentlich ganz gut. So, ja, wir haben hier in diesem Krüppelpapier tatsächlich nichts mehr von Art Deco. Finde ich schade. Sei denn, das ist hier irgendwo unten drunter. Ne, wir haben halt wirklich nur die Palette und dann ein Lidschatten damit drin. Naja. Gut, dann haben wir hier von Kellogg, das hatten wir glaube ich auch schon mal in der Barbara oder in der Brigitte Box, Raw Fruits, Nuts and Oats, Apple and Pumpkin Seed. Das passt natürlich jetzt von den Früchten her auch total in die Jahreszeit, weil wir haben jetzt die Zeit, wo die Apfelernte ist. Meine Schwiegermama in Spee hatte letztens auch eingeladen dazu, ob wir nicht zusammen mit ihr den Apfelbaum ernten wollten oder sowas. Und da haben wir gesagt, sorry, eigenes Grundstück. Wir haben sehr viel zu tun, aber da wurden wir halt quasi dran erinnert, dass jetzt quasi gerade Apfelernte ist, ne? Und ich glaube, dass so Oktober die Zeit, ne, ist ja auch die Zeit für Kürbisse, also dementsprechend Pumpkin, das passt auch sehr gut. Und Nüsse kann man immer gut gebrauchen, das ist auch sehr, sehr gut fürs Immunsystem. Da sind viele Nährstoffe drin, sehr, sehr gut für den Körper. Und die sind halt auch echt lecker. Ich mache die aber nicht auf, ich nehme die mit zur Arbeit und habe dann einfach mal so einen schönen Snack zwischendurch, der halt auch relativ gesund ist. Was ist natürlich jetzt nicht so mega kalorienarm oder so, aber es ist ein guter Snack zwischendurch, besser als wenn ich mir jetzt irgendwie Schokoriegel reinknallen würde. So, das war jetzt die Insta-Box und ich finde die sehr, sehr schön gelungen. Also da sind tolle Produkte drin. Ich schaue jetzt hier immer gerne dann auf meinen Tisch, um mir dann auch nochmal so ein Fazit im Kopf zu machen, weil ich versuche, diese Videos nicht zu schneiden. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also für mich ist dieses Revitalash ist total cool. Wir haben hier halt auch dekorative Kosmetik mit dem Augenbrauenstift und mit dem Produkt von Art Deco mit dabei. Den Popsocket feiere ich hart. Die Produkte von Botanicals, Fresh Care. Gucken wir mal. Da habe ich ein bisschen Angst vor dem Duft. Darf sowieso geil. Also irgendwie, ne, im Asam, alles irgendwie hat mir gut gefallen. Das Einzige, was nicht unbedingt hätte sein müssen, ist dieses Accessoire. Aber irgendein Accessoire ist halt immer so passend zu der jeweiligen Jahreszeit mit dabei. Deswegen ist es dann halt auch irgendwie schon wieder cool, ne? Ja, das war jetzt mein Unboxing. Wie gesagt, mir hat's gefallen. Und dann, weiß ich nicht, schreibt mir gerne unten in die Kommentare, wie dir die Box gefallen hat und welches Produkt du vielleicht am coolsten findest und was du vielleicht vermisst hast, was du lieber drin gehabt hättest oder so. Ne? Lass uns gerne da unten mal austauschen und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!